Rabbi Meir Miprimishlan, großer Rabbiner von den Chassidujot. Und einmal kommt zu ihm jemand mit einem Kvitalach. Wisst ihr, was Kvitalach ist? Ja? Man schreibt, dem Rebbe schreibt man eine Bitte, einen Wunsch, bitte betet Refuah Shlema zur Gesegnung von Fallon Chef von Scheif. Dann, oder Parnasatova für dies und jenes und das und das. Man. Und normalerweise üblich auch, dass man ein paar Scheine auch dazu gibt, damit der Rebbe auch einen motiviert ist, gut zu beten. Und kommt ein sehr reicher Mann, kommt zu dem Rebbe mit so einer Patschke voller Geld und darauf ein kleines Blatterl und dort steht geschrieben, bitte beten Sie für Volontschef, Volontschef, er soll in Konkurs gehen, er soll sein Geschäft schließen, er soll da, 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 da. Er hat Angst bekommen, lässt das lassen. Er sagt, Revi, Jude, was ist das? Ich bete nur und segne Leute, ich fluche niemanden. Nimm dein Geld, aber warum willst du diesen einen Typen fluchen? Sagt er, nein, Rebbe, sie wissen nicht, was er wie gemacht hat. Er macht das und das, er hat genommen, ich habe ein Geschäft. Er hat bei mir gearbeitet. Er hat von mir alle Kunden, alle Listen, alles hat er von mir abgenommen, abgeschrieben und zwei Geschäfte neben mir hat jetzt geöffnet, dasselbe Geschäft. Und ich will, dass sie ihm fluchen, er soll Konkurs gehen, er soll das, weil er ist ein Bösewicht, da, 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 da. Oi, sagt ihm der Rebbe, mein Lieber, weißt du, wenn du was, das, was du mir jetzt sagst, du erinnerst dich mich an etwas. Hast du mal gesehen, wie ein Pferd, bevor er trinkt, wie er trinkt? Sagt er, wie trinkt ein Pferd? Sagt er, ein Pferd kommt und will was trinken. Ja, gibt einen Fluss, einen Bach, reines Wasser. Er kommt zuerst, will trinken. Plötzlich sieht er bei der Spiegelung, sieht er sich selbst. Hä? Noch ein Pferd ist da und will von meinem Wasser trinken. Was macht er? Er nimmt mit seinen Fuß und tach, 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 schlägt diesen Pferd. Geh weg, mein Wasser. Brrr, und schlägt das Wasser. Er schlägt so viel, bis nachher der ganze Sand von oben, Gatsch, Sand, geht drauf. Das ganze Wasser ist jetzt verschmutzt. Ah, Pferd ist weg und jetzt trinkt er schmutziges Wasser. Sagt er, was hattest du von diesem Pferd? Fragt jetzt der Rabbiner den Pferd. Das ist kein Pferd, das ist ein Esel. Reines Wasser trinkt er nicht, er macht sich selbst das Wasser schmutzig und nachher trinkt er. Sagt ihm der Rab, genau so einer bist du. Du willst, du glaubst es, du kommst jetzt her. Der eine Typ, er hat was Schlechtes gemacht, in deinen Augen. Er hat ein Geschäft neben dir aufgemacht, hin und her, da und dort, aber. Weißt du nicht, bist du ein gläubiger Jude? Sagt er, ja sicher. Gehst du mit der Knesset, du glaubst an Gott, ja, sei sicher. Und glaubst auch daran, dass Gott bestimmt für jede Person, wie viel diese Person verdienen wird? Sagt er, ja. Und glaubst du auch daran, dass was im Talmud geschrieben steht, En Adam no gerba mochan lecha vero afilu kim lo nima, du kannst nicht eingreifen in dem, was dem Nächsten zugestimmt wurde, nicht einmal so wie ein Haar, so wenig wie ein Haar. Ja, ich will nur ein Haar von ihm, das was für ihn bestimmt wurde, für mich nehmen. Wie viel ist ein Haar wert? Gar nichts. Sogar diese 0,0 Josef, wenn es ihm zugestimmt wurde, ich kann das nicht von ihm wegnehmen. Glaubst du daran? Sagt er ja. Und jetzt schaut den Absurd an. Du glaubst daran, dass Gott bestimmt jedem, wie viel er verdient. Das Parnassa, Mishamayim, Mishtabach, Shemolat, alles von ihm. Und jetzt, du bist einen weiten Weg von deiner Stadt, bist du hergekommen zu mir. Du hast so eine Patschka, so viel Geld hast du mir auf den Tisch gelegt. Für was? Damit ich ihm fluche? Du bist genauso wie dieser Pferd. Oder was du gesagt hast, Chamor ein Esel bist jetzt. Deswegen, du musst wissen, wenn das, was für dich zugestimmt wurde, wird zugestimmt. Segne dich. Sag mir, ich soll dich segnen. Ich soll dir eine Bracha geben. Aber du sagst, nein, verfluche ihm, damit ich dadurch aufsteigen werde. Das ist dieser Neid und das ist das, was den Menschen runter und runter und runter bringt.